In diesem Video geht es um eine Besprechung des Ursprungs und der Weiterentwicklung der Psychologie. Die Wurzel der Psychologie als Wissenschaft des Erlebens und Verhaltens finden sich unter anderem in der Philosophie. Was ist Philosophie und was bedeutet Philosophieren? Im Bereich der Philosophie sind die Menschen unter anderem bestrebt, systematisch und beharrlich Fragen zu stellen und möglichst zuverlässige Antworten darauf zu finden. So hilft beispielsweise die Suche nach Widersprüchen in Aussagen, um die Zuverlässigkeit dieser Antworten überprüfen zu können. Dieser Versuch, korrekt zu argumentieren bzw. etwas richtig zu begründen, wird in der Philosophie als Logik bezeichnet. Die Philosophie beschäftigt sich im Bereich der Anthropologie, vom altgriechischen Wort Anthropos für Mensch, mit der Frage, was ist der Mensch und damit auch mit dem für uns Menschen typischen Erleben und Verhalten. Die Philosophie ist bemüht, in allen Bereichen grundlegende Fragen zu stellen und beschränkt sich dementsprechend natürlich nicht nur auf den Bereich, den wir heute mit dem Begriff Psychologie bezeichnen. Anlässe zum Philosophieren finden sich unter anderem dort, wo Menschen, laut Aristoteles, beginnen, über etwas zu staunen oder beispielsweise aufgrund eines Schicksalsschlags schmerzlich aus ihrem Alltag gerissen werden. In solchen Fällen beginnen Menschen, ihre eigene Situation oder sich selbst zu hinterfragen. Die Beantwortung von Fragen wie, warum ist das überhaupt so, werden für diese Individuen zu einem Anliegen von größter Dringlichkeit. Aus dieser Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt entstand die Philosophie. In diesem Sinne ist laut dem Denker Karl Popper jeder Mensch ein Philosoph, da ja jedes Individuum Fragen stellt und Antworten sucht. Philosophen unterscheiden sich letztlich nicht nur in ihren Ansichten, sondern unter anderem auch darin, dass diese unterschiedlich systematisch und beharrlich ihre Fragen stellen und versuchen, diese zu beantworten. Aus dieser philosophischen Vorgehensweise heraus entstand dann mit der Zeit dann auch alle anderen heute bekannten Einzelwissenschaften, wie beispielsweise die Physik, Biologie, Musikwissenschaften, Geschichtswissenschaften, Informatik, Geographie, Sprachwissenschaften und so weiter. Eine wesentliche Vorstellung von Philosophinnen und Philosophen besteht darin, dass diese in der Regel nicht davon ausgehen, endgültige Antworten auf ihre grundlegenden Fragen gefunden zu haben. Es gilt immer wieder beharrlich und systematisch zu hinterfragen, ob es beispielsweise neue Erkenntnisse gibt, die darauf hindeuten, dass sich bisherige Erklärungen als unzutreffend erweisen. Philosophie kann übersetzt werden mit Liebe zur Weisheit. In diesem Sinne lieben die Philosophen die Weisheit, sie können sich aber nicht sicher sein, dass sie diese Weisheit endgültig erkannt haben. Diese Grundeinstellung ist unter anderem auch dann notwendig, wenn Psychologinnen und Psychologen versuchen, menschliches Erleben und Verhalten zu beschreiben und zu erklären. Die Philosophie beschäftigt sich unter anderem mit grundlegenden Fragestellungen bzw. Themen, wie etwa jener, ob es überhaupt angesichts der unbewussten Entscheidungen des Gehirns so etwas wie Willensfreiheit gibt. Philosophinnen und Philosophen setzen sich unter anderem mit der Frage, wie wir Menschen uns entscheiden, auseinander. Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Vernunft und Gefühle? Diese Reihe von Fragen und Themen kann um viele weitere ergänzt werden. Seit es Menschen gibt, setzen sich Individuen mit psychologischen Fragen und Antworten auseinander. Man bezeichnet dies als Alltagspsychologie. Der Anfang der wissenschaftlichen Psychologie im heutigen Sinne findet sich im 19. Jahrhundert, als Wilhelm Wundt die Psychologie und deren Fragen und Methoden an einer Universität etablierte. So gründete er im Jahre 1879 an der Universität in Leipzig erstmals sein eigenes psychologisches Labor. Im Unterschied zur Alltagspsychologie versucht die wissenschaftliche Psychologie
möglichst systematisch und beharrlich ihre Erkenntnisse zu gewinnen. Psychologische Methoden wie Experimente, Beobachtungen und Befragungen ermöglichen unter anderem durch deren genaue Planung eine systematische Vorgehensweise. So nutzte Wilhelm Wundt Experimente, um die Reaktion des Menschen auf bestimmte Reize untersuchen zu können. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Reizerleben. Darüber hinaus untersuchte er sein eigenes Reizerleben mit Hilfe der Introspektion, also der Selbstbeobachtung. Die wissenschaftliche Aussagekraft der Introspektion ist sicherlich begrenzt, da es sich um subjektive Aussagen des Individuums handelt, die nur schwer überprüfbar sind, da ja kein Außenstehender direkt die inneren Prozesse, also das Erleben in einem anderen Menschen, beobachten kann. Seit dem Wirken von Wilhelm Wundt kam es zu zahlreichen weiteren Entwicklungen im Bereich der Psychologie. Ein Vergleich von psychologischen Ansätzen bzw. Theorien wie beispielsweise Behaviorismus, Psychoanalyse und Evolutionstheorie macht deutlich, dass es bis heute zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten hinsichtlich der wissenschaftlichen Erklärung von Erleben und Verhalten gab und gibt. So gibt es unterschiedliche Auffassungen, inwieweit etwa das menschliche Erleben und Verhalten überhaupt messbar ist und beispielsweise Vergleiche zwischen den unterschiedlichsten Menschen durchführen zu können. Neuere Ansätze stellen zunehmend Computer und das Gehirn in den Mittelpunkt ihres Interesses. Computer werden einerseits als wissenschaftliches Hilfsmittel zur Untersuchung der menschlichen Psyche herangezogen. Andererseits vergleichen auch einige Forscherinnen und Forscher die Funktionsweise eines Computers mit der des Menschen, da in beiden Fällen Informationsverarbeitung von zentraler Bedeutung ist. Beide können in Form von Eingabe, zum Beispiel Reize, Verarbeitung, das Erleben und Ausgabe, das Verhalten, beschrieben werden. Psychologische Aussagen enthalten heute zunehmend Bezüge zu den biologischen Grundlagen des Erlebens und Verhaltens, also dem Gehirn- und Nervensystem. Die sogenannte Neuropsychologie entwickelte beispielsweise in diesem Zusammenhang die Lokalisationstheorie, die davon ausgeht, dass einzelne Gehirnregionen in gegenseitiger Wechselwirkung verantwortlich für bestimmte Denk- und Verhaltensabläufe, also Prozesse, sind.